Schon mal was von Anklopfen gehört? Herzlich willkommen in meinem bescheidenen Heim. Ich wusste nicht, dass hier jemand lebt. Oh, das wäre mir auch neu. Bier? Nein, danke. Ich trinke keinen Alkohol. Ich habe vorhin deinen Namen nicht richtig verstanden. Was? Wie heißt du? Entschuldigung, ich bin Finn. Also Finn, was treibt dich hierher? Was machst du hier? Ich warte. Klingt ganz so, als könntest du ein bisschen Gesellschaft vertragen. Ja, das kann man so sagen. Wie wär's mit einer Partie Schach? Du kennst doch Schach, oder? Das letzte Mal ist zwar ein bisschen her, aber ganz vergessen habe ich es nicht. Sehr schön. Setz dich. Was machst du hier so? Bist du ganz alleine? Siehst du hier irgendwen? Außer mir? Ich wohne hier schon, seit ich denken kann. Hast du keine Familie hier oben? Wozu denn? Allein lebt es sich besser. Findest du? Ich weiß nicht. Und warum läufst du dann allein in aller Seelenruhe hier in der Gegend rum? Ich suche etwas. Und woher weißt du, dass du das, was du suchst, hier finden wirst? Es geht weniger um den Ort. Es geht vielmehr um dieses Gefühl, komplett allein zu sein. Der letzte Mensch auf Erden. Ich wollte einfach der Natur so nah sein wie möglich. Heute steht doch jeder in der Stadt nur noch rum und schaut auf sein Handy. Das heißt, jeder für sich allein. Aber wem erzähle ich das? Verstehe. Aber das ist kein guter Grund, um bei minus 10 Grad in der Eiseskälte nach Dingen zu suchen, von denen man nicht mal weiß, wie sie aussehen oder was sie überhaupt sind. Nach der Schule hatte ich einfach keine Ahnung, was ich tun sollte. Dann habe ich einfach ein Praktikum bei einem Fahrradhändler um die Ecke angefangen. Ich konnte mich nie wirklich für die Arbeit begeistern. Dann habe ich mir gedacht, komm, lass es bleiben und konzentriere dich auf die Dinge, die du wirklich tun willst. Und das heißt bei dir, sich in einem alten, leeren Wald die Eier abzufrieren. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du hast Angst. Angst davor, nicht zu wissen, wie es mit deinem Leben weitergehen soll.
Aber das haben wir doch alle irgendwie. Natürlich. Aber nicht alle gehen einfach so im tiefsten Winter allein auf große Wanderung. Ich erzähle dir eine Geschichte. Es war einmal ein kleiner Junge. Und dieser Junge lebte in einem noch kleineren Dorf. Das Dorf hatte nichts Besonderes an sich, aber es war auch kein schlechter Ort zum Leben. Die Eltern des Jungen waren die meiste Zeit mit der Arbeit beschäftigt und der Junge musste sich mehr oder weniger selbst erziehen. Naja, und eines Tages kommt dieser Junge auf die Idee, das Dorf zu verlassen. Er hat das Gefühl, unbedingt die große, ihm unbekannte Welt sehen zu müssen. Und so packt er in einer klaren Winternacht seine 7 Sachen zusammen und läuft hinaus in die unendlichen Weiten. Nach einer Zeit kommt er an einer Hütte an. Irgendwo, im Nirgendwo. Der Junge läuft also in die Hütte, ohne genau zu wissen, was ihn dort erwarten wird. Als er die Tür öffnet, erwartet ihn bereits ein älterer Mann. Der Mann bietet ihm etwas zu essen an und eine Unterkunft für die Nacht. Die beiden freunden sich schnell an und der Junge bleibt noch ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Jahre und so weiter. Der alte Mann wird so etwas wie eine Vaterfigur für den Jungen, der mittlerweile zu einem jungen Mann herangereift ist. Aber mit der Zeit, die vergeht, wächst in dem Jungen die Sehnsucht, in seine Heimat zurückzukehren. Und so schleicht er sich, wie schon ein paar Jahre zuvor, aus dem Haus, um wieder in das kleine Dorf zurückzukehren, das er damals noch als kleiner Junge verlassen hat. Er läuft Tage und Wochen, bis er irgendwann in der Ferne die ersten Rauchschwaden der Schornsteine aus der Ferne erkennt. Er läuft schneller und bald kommt er an den ersten Hütten an. Nach einer Weile findet er sein Elternhaus. Er klopft 2-mal an die Tür. Und nach kurzem Warten öffnet seine Mutter. Aber sie erkennt ihn nicht. Er versucht ihr zu erklären, dass er ihr Sohn ist. Aber sie kann sich nicht an einen Sohn erinnern. Daraufhin fängt er an, sie anzuschreien. Woraufhin sie nur die Tür zuschlägt. Vollkommen enttäuscht läuft der Junge durch das Dorf und hofft auf alte Bekannte. Aber niemand kann sich an ihn erinnern. Ein Fremder unter vertrauten Gesichtern. Also beschließt der Junge, wieder zurück zur Hütte zu gehen, dem einzigen Ort, an dem er noch jemanden hat, der ihn mag. Nach Wochen voller Strapazen und schweren Fußmärschen kommt er endlich an der Hütte an. Als er in das wohlbehütete Heim eintritt,
sieht er den alten Mann, tot, in seinem Stuhl sitzen. Als würde er auf ihn warten, hat er die erstarrten Augen zum Fenster gerichtet und die Hände zusammengefaltet. Und der Junge fängt an zu weinen, bis sein ganzes Gesicht vollkommen verquollen ist. Letzten Endes hat er sich nie dort wohlgefühlt, wo er war. Und anstatt sich auf das Leben zu konzentrieren, um ihn herum, hat er nach Auswegen gesucht, um sich selbst zu entkommen. Traurige Geschichte. Ziemlich. Was ist aus dem Jungen geworden? Der Junge hat gerade eine Partie Schach gewonnen. Du warst der Junge? Du sagst es. Ich war der Junge. Wieso? Bist du es nicht mehr? Nicht mehr als du. Was soll das heißen? Schau in den Spiegel. Schau in den Spiegel! Schau in den Spiegel und schau genau. Was siehst du? Was hast du gesehen? Ein Gesicht. Aber nicht meines. Noch nicht. Noch nicht. Es war wie ein Albtraum und eine Offenbarung zur gleichen Zeit. Wen wundert das? Mich? Was passiert hier überhaupt? Nichts, was dich so überraschen sollte. Du suchst ja die ganze Zeit danach. Danach habe ich sicher nicht gesucht. Aber du hast es gefunden. Deine Angst. Aber ich habe doch gar keine Angst. Jeder hat Angst. Du siehst sie nur nicht, weil du die ganze Zeit vor ihr wegläufst. Du kannst nicht vor etwas fliehen, das tief in dir steckt. Aber du kannst dieses Etwas als Antrieb nutzen. Als Antrieb? Wofür? Ein Antrieb für alles. Das Leben,
die Liebe, die Arbeit, einfach alles. Das klingt alles so schön einfach. Das ist es auch. Du musst nur die Augen aufhalten und auf das achten, was dir dein Gefühl sagt. Ich muss los. Aber wohin soll ich jetzt gehen? Du wirst schon deinen Weg finden. Aber wo bin ich überhaupt? Wer bist du? Wie heißt du überhaupt? Schau in den Spiegel. Dort steht alles, was du wissen musst. Welcher Spiegel?